Ein bisschen Platz hier. Ha, so. Hi. Hallo, liebe Freunde, wir sind zurück und wir machen jetzt den ultimativen Taste-Test. Genau, wir haben ein bisschen eingekauft, sind so ein bisschen durch die Läden gegangen, haben geschaut, wo gibt es dann irgendwelche rohköstlichen Sachen, die man fertig kaufen kann, was jetzt nicht gerade nur Gemüse ist, sondern ja, so ein paar Snacks für zwischendurch. Genau. Sagen, also was haben wir? Wir haben Chips. Wir haben Energy Balls, wir haben Brownies und wir haben so Snackbars, also Energieriegel. Und wir fangen mal mit den Riegeln an, oder? Okay, mit den Riegeln, ja. Na dann. Wow. Also das sind die ganzen Riegel. Okay, cool. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mit Maulbeere Vanille. Genau. Das ist Organic, Organic, Raw, Vegan, Gluten Free. Ich hoffe, das funktioniert. Na dann. Riecht nach Datteln. Okay. Na dann los. Schmeckt nach Maulbeere. Und nach Vanille. Also der Name stimmt schon mal. Die Vanille kommt ein bisschen später, aber ist ganz leicht. Schmeckt auch ein bisschen scharf, oder? Also scharf. Bei mir schmeckt es ein bisschen scharf. Ich schmeck nichts. Ist okay. Also finde ich jetzt nicht so der Burner. Es ist keine Geschmacksexplosion. Aber mal sehen, was die anderen so tun. Genau. Okay. Und jetzt fangen wir mit Goji an. Sehr interessant. Man sieht schon die Goji-Bären. Oh, der riecht gut. Oh. Schokolade. Super lecker. Wesentlich geiler. Also der ist bei mir eigentlich schon eine 8. Ja, mindestens. Und da ist drin Datteln, Goji-Bären, Kokosnuss und Kakaopuder. Geil. Super lecker. Oh, also richtig cool. Jetzt gehen wir weiter mit einem anderen Goji. In der Kamera auch zeigt den Fokus. Also, stimmt. Ah, okay, man sieht die Chiasamen. Ja, man sieht die Chiasamen. So, kannst du vielleicht mal. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da sind so richtig so Chiasamen mit drin. Okay. Oh, der ist schon fester. Schmeckt so kräuterig irgendwie. Total. Das ist wie so eine Chai Latte. Genau. Als Riegel. Ja. Aber es war jetzt gerade etwas unerwartet. Ja. Also Roba Goji Berry war bis jetzt wirklich sehr gut. Ja. Ja. Kann ich nur bestätigen. So, jetzt geht's weiter mit Kakao, Minze, Protein. Oh, geil. Riecht nach Minze. Oh, es riecht wie After Eight. Ja. Stimmt. Krass. Ich habe irgendwie was abgebrochen. Oh, wow. Wow. Wie Kaugummi und Schokolade gemischt. Also After Eight, aber viel, viel stärkerer Minzgeschmack. Das ist halt wirklich Minzöl. Also ich denke, bei After Eight wird auch welches drin sein, aber weniger. Und, Cool. Also der gefällt mir auch gut. Der ist ja krass, aber ich könnte mir ganz ehrlich, ich könnte mir das nicht vorstellen, so einen Bar nach dem Sport zum Beispiel zu essen. Nee. Wenn du so dann so Kakao-Minze volle Kanne, das ist schon. Also der ist so zum Abends auf der Couch, wenn man so ein Video guckt oder so, finde ich den ganz gut, wenn man sowas snacken möchte. Stimmt, aber obwohl ich sagen muss, die sind zu groß. Mir wäre das ein ganzer Riegel so zu groß. Wir aber die haben ja gerade einen kleinen Stück. Ja, die halten sich ja. Du kannst ja da dann, ne? Man bricht sich was ab und packt den Rest in den Kühlschrank, würde ich jetzt... Ja, stimmt, aber für so unterwegs, also, ja, ich weiß nicht, Portionen sind ein bisschen groß. Also den Goji Berry würde ich schaffen. Ja, den Goji Berry wäre der Top, nichts. So, unser letzter Riegel, Nummer 5 von Nekt. Cashew Cookie. Das klingt so lecker. Ja, ich finde die Verpackung auch immer richtig, richtig cool gemacht. Ja, also das kann sehr ansprechend. So. Okay, riecht jetzt nicht besonders. Riecht halt mit Datteln, finde ich. Na dann. Mhm.
Also man hat ein bisschen dieses Cookie-Gefühl, muss man dazu sagen. Finde schon, wenn man so reinbeißt, hat man schon das Gefühl, dass es irgendwas Gebackenes oder so. Ja, okay. Weil es ist ja raw. Ne? Das kann sein. Ist es so ein bisschen. Aber ich finde, es schmeckt irgendwie so wie Teig. Mhm. Also es hat nicht so... Geschmacklich ist das... Es ist nicht sehr geschmacksintensiv. Das ist wirklich... ich kann ja mal schauen, was hier drin ist. Ich glaube, das sind nämlich wirklich nur Cashews und Datteln. Okay. Zwei Zutaten. Also erwartet nicht so viel. Der hier ist übrigens vom Roten Netto. Ach, der war dem das. Dem ohne Hund, genau. Die haben da ziemlich viel vegane Sachen. Und da dachte ich mir, ich nehme mal mit. Und es ist jetzt kein Geschmackserlebnis. Genau. Also ich glaube, wir sind uns einig, oder? Mhm. Sind uns einheitlich einig. Die Nummer 1 müsst ihr unbedingt probieren. Den gibt's wo? Den habe ich jetzt bei Dance gekriegt. Genau. Und ich kann euch sogar sagen, kannst du das kurz halten, wie viel der gekostet hat. Findet ihr auch bestimmt in Malnatura und in manchen DMs. Goji Berry? Ist das wirklich der? Wow. 99 Cent. Was? Der billigste von allen? Mhm. Wie geil. Oh, yes. 99 Cent kostet der. Also, Leute. Leute, reinhauen. Okay. ist meiner Ding. Wie gesagt, ich war im Roten Netto und ich war total überrascht. Die haben dann so ein Seitenregal gehabt, voller veganer Produkte. No Egg und halt auch diesen einen Riegel. Da gab es noch eine andere Sorte mit Himbeere. Ich mag keine Himbeeren, deswegen hat er es nicht gehört. Ich kann keine Himbeeren mögen. Vielleicht ändert sich das ja auch noch. Und ja, dann habe ich hier dieses Dattel-Kokos-Konfekt mitgenommen. Das ist, das sind getrocknete Datteln, Kokosraspeln, Apfelsaftkonzentrat, Palmfett ist da auch mit drin. Und ja, das war's eigentlich. Oh, bitteschön. Okay. Ganz klein, aber fein. Mhm. Sie sind okay. Mhm. Sie piekst ein bisschen auf der Zunge. Bei dir auch? Mhm. Okay. Bei mir piekst nichts. Ich weiß nicht, der Geschmack ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich mag diesen Kokosgeschmack nicht, wenn das schon irgendwie... also, wie beschreibe ich das? Schmeckt wie altes Kokos, finde ich. Ja, genau. Also finde ich jetzt überhaupt nicht geil, muss ich sagen. Also ist okay, aber ist jetzt nicht zu empfehlen. Ja. Ja. Also da kann man die auch selber machen. Das zeigen wir euch dann in einem anderen Video. Okay. Gut. Okay, was haben wir noch? Natürlich unseren geilen Brownie, den wir vorhin gemacht haben. Dazu gibt es ein extra Video, wie wir den gemacht haben. Genau, das Video findet ihr hier. Oder da, oder da, oder da, oder auf jeden Fall, ja, richtig geil, 4 Zutaten. Mm. Ja, einfach mal anklicken und ja, dann testen wir den jetzt mal, ne? Genau. So große Stücken. Ja. Das riecht echt geil schon. Es riecht wie ein gebackener Brownie. Ey, Leute, ihr habt keine Ahnung. Es ist... Okay. Krass. Das ist so genial. Das ist so süß und schmeckt aber gleichzeitig richtig intensiv nach Kakao. Mm, mit den Nussstückchen. Mm-hmm. Und die Konsistenz. Einfach wie so ein half-baked Kuchen. Ha, mager. Also wir verraten euch das Rezept nicht. Das müsst ihr eben hier in unserem anderen Video finden. Mm-hmm. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Mm. Also von mir sind das eindeutig 10 Punkte. 11. 11 von 10 Punkten. Mm. Oh mein Gott, voll lecker. Ich muss jetzt noch ein bisschen hier träumen. Mm. Ist krass lecker. Das ist echt gut. Ich bin so positiv überrascht. Ja, wir haben ein bisschen gekämpft beim Machen, aber es hat sich gelohnt. Also, Fazit, selber machen ist immer besser. Immer. Lecker. Okay. Aber davon schaffe ich auch noch mehr. Der wird nicht lange halten, aber wir machen bestimmt nächste Woche nochmal. Mmh, krass, ey. So simpel, aber so lecker. Mhm. Echt gut. Ich werde nie mehr gebackene Brownies machen. Nie mehr. So, wir haben jetzt noch was Leckeres übrig. Hoffentlich Leckeres. Letztes. Und zwar haben wir so eine Kale Chips. Einmal solche und ja. Genau.
Ja, haben wir schon mal vorprobiert. Die haben wir von Dance. Und zwar kosten die... Oh, warte. Die kosten 3,49 € eine Packung. Das Coole an den Dingern ist einfach, die, also es hat zwar Chips im Namen, aber da ist halt kein extra Fett dran. Und die werden nicht irgendwie geröstet oder so, sondern kommen in ein Dörrgerät und werden dort langsam getrocknet. Und dadurch, dass es halt sehr lang dauert, kostet das natürlich auch ein bisschen was. Da wir leider kein eigenes Dörrgerät haben. Noch nicht. Kommt noch. Können wir uns so erstmal da behelfen, würde ich sagen. Ja. Yeah. Okay. Ja, was ist denn bei deinem drin? Bei meinem ist... Fangen wir mal mit dem an. Genau, Indian Spice. Und dann, ja. Ja. Super crunchy. Mhm. Ich mag das. Mmh. Lecker. Also, man hatte so ein bisschen so leichte Kohlnote, aber wirklich ganz leicht. Mhm. Und dann auch dieses indische Gewürz, das ist, ich weiß nicht, kennt ihr diese Chips frisch orientalisch? Und so in die Richtung, so, so leicht orientalisch angehaucht, aber nicht so krass, wo du sagst, boah, ja, überwürzt oder so, sondern ist nur ein Hauch. Ist angenehm. Ist echt lecker. Echt cool. Hm, lecker. Mhm. Gut, gehen wir mal weiter zu diesem hier. Original Cheesy, für alle, die Cheese gerne haben. Mhm. So, na dann. Mhm. Mhm. Mmh. Die schmeckt sogar ein bisschen nach Käse. Die schmeckt wirklich ein bisschen käsemäßig. Wow, also, kann ich einmal probieren? Ja, klar. Ich hab die noch gar nicht probiert gehabt. Hau rein. Unglaublich. Also gut, ich habe jetzt schon über ein halbes Jahr keinen richtigen Käse mehr gegessen. Die Erinnerung verschwimmt, aber das schmeckt für mich schon käsig. Käseartig, ja, ja, genau. Ja. Cool. Ja, gut. Fazit. Ich würde sagen, wir haben 3 Gewinner. 3 oder 4 Gewinner. 3 Gewinner, ja. Also die Kale-Chips sind natürlich echt super, ne? Ja, die Kale-Chips haben beide gewonnen, würde ich sagen. Dann der Roba Goji Berry. Genau. Und... natürlich unsere Brownies. Und das ist total nicht subjektiv, natürlich. Nee. Haltet die Augen offen. Manchmal lohnt es sich, was zu kaufen, wie mit diesem Roba zum Beispiel. Vielleicht gibt es auch mal was Cooles bei Netto. Ich werde es herausfinden. Ich werde einfach weiter Sachen kaufen und testen. Auf jeden Fall, wenn ihr ein paar Tipps für uns habt, was wir noch testen sollen oder was wir mal ausprobieren sollen, Kommentare schreiben. Einfach in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns, ja, neue Sachen auszuprobieren. Genau. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ne? Ja, ciao!